Ich glaube, man sollte einmal aufklären, was Tatsache ist und was Realität ist. Ja, den Satz muss man auch wirken lassen, meine Damen und Herren. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schnell gegangen, wir spielen gleich nochmal aus. Sie müssen jetzt wirklich, hören Sie nochmal aufmerksam zu, was der Herr Grasser hier tatsächlich sagt, bitte sehr. Ich glaube, man sollte einmal aufklären, was Tatsache ist und was Realität ist. Tja, tatsächlich hat Karl-Heinz Grasser in diesem Interview den Buwok-Prozess in einem Satz erklärt. Realität ist das, was bei der Buwok-Privatisierung wirklich passiert ist. Tatsache ist das, was man ihm bei Gericht nachweisen kann. Ja, wobei ist er jetzt nicht der Einzige, der das Problem hat. Ja, stimmt. Für Karl-Heinz Grasser gilt natürlich die Unschuldsvermutung, wie auch für Ernst Karl Blech, Peter Hochecker, Karl Petrikovic, Walter Maischberger. Muss ich die jetzt alle aufzählen? Nein, nicht das Problem, sondern das Problem mit der Realität. Da trennt sich ein bisschen die Realität von der Wirklichkeit. Ein kleiner Tipp vorweg, diesmal war es nicht Karl-Heinz Grasser, diesmal war es eine andere Frau. Könnte das vielleicht gewesen sein, Beate Meinl, über die sagen wir jetzt nichts Böses, die ist im Mutterschutz Reisinger. Oder vielleicht Margarete Schramböck, amtierende Wirtschaftsministerin. Ich weiß nicht, ob sie das schon rumgesprochen hat, aber die Frau Schramböck ist ja Schamanin. Tatsache, also die Frau Schramböck hat eine wirklich abgeschlossene Schamanistik-Ausbildung, also die ist möglicherweise überhaupt in anderen Realitäten daheim. Oder was vielleicht Elisabeth in meiner Partei, nennen mich alle Elli Köstinger, also quasi die Pam von der ÖVP. Wer glauben Sie? Köstinger? Satzmesserscharf. Wahnsinn, unglaublich, unglaublich. Schau mal. Da trennt sich ein bisschen die Realität von der Wirklichkeit. Ja? Und sie zeigt es uns sogar. Links ist die Realität, rechts ist die Wirklichkeit, dazwischen ist schwarz.